Hallo, willkommen zurück in der Vorstadt, wo wir uns in friedlicher Zusammenkunft der Sammelung und der Zusammensetzung von jeglichen Teilen und Waffen widmen, die wir für den weiteren Verlauf dieses Spiels noch brauchen, denn auf keinen Fall wird es so ruhig bleiben wie hier. Ich muss mich kurz hinsetzen, gerade noch 3 Minuten richtig hingesetzt und dann nach 2 Sekunden festgestellt, das ist so nix. So, das passt noch alles hier. Ich glaube, aufnehmen tut richtig. Irgendwie hatte ich gerade, ich habe gerade ein bisschen Multiplayer gespielt. Ich wollte eigentlich, ja doch, das passt irgendwie schon. Ich wollte eigentlich gestern Abend, warum gehen die alle nach oben? Ich wollte eigentlich gestern Abend um 9 Uhr aufnehmen, weil ich, jetzt ist Samstag gerade, Sonntagmorgen bin ich weg. Und deswegen habe ich jetzt nur noch heute Abend Zeit aufzunehmen, weil der ganze Samstag ist schon, Grüße gehen raus an all diejenigen, die meinen Terminkalender voll gemacht haben. Nun, auf jeden Fall, die Kollegen scheinen alle nach oben gehen zu wollen. Die Gespräche haben wir aber doch hoffentlich alle schon geführt. Ich werde trotzdem zu der Sicherheit halber nochmal hier durchgehen. Hier ist schon mal nichts mehr, das ist ein gutes Zeichen. Ich war erst 5, als der Cordyceps kam. Oh. Ich weiß aus der Zeit nicht mehr viel. Aber ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnten. Was weißt du noch? Barbecues. Egal. Meine Eltern gaben gerne. Das haben wir schon gehört. Wenn, falls jetzt nochmal irgendein getriggerter Dialog kommt, habe ich halt Pech gehabt. Ich habe den hier getriggert und dann gespeichert, also. So. Ich will jetzt auch niemandes Zeit wirklich stehlen, deswegen gucke ich hier ganz schnell nochmal durch, ob irgendwas weiß aufleuchtet. Aber es kann auch gut sein, dass das Spiel einfach nur den Dialog neu triggert, damit man so ein bisschen wieder reinkommt. Sieht übrigens immer noch sehr schön aus. Ich fand damals, ich finde generell die PS3-Version hat generell wärmere Gegenden gezeigt. Ich fand. Hier kann man nicht hoch, ne? Nein. Oh, die Hunde. Ich glaube, ich gehe nochmal da unten hin und trigger Ellies Witze. Wobei. Stimmt, ich habe Halt dich gesehen, es lieber gab von keine ihnen Trophäe. fern. Boah, Bin nicht in stimmt. der Zone. Ja, Bin Zone. wild. Die, die Ellie-Witze sind, glaube ich, keine Trophäe mehr. Dafür gab es eine Trophäe dafür bei der Sektion mit dem Sniper bei Nacht, wo wir mit Henry aus der Stadt raus wollten. Da war ja so ein Flutlicht. Da Was ist das? den Generator Oh, ausmachen. Da gab es eine Trophäe das für. ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Also Ja, heimlich Henry hat ausmachen, mir das nicht erzählt. bekommen. Sie haben dort Eis verkauft. Was? Niemals. Joel? Das stimmt. Der Wagen fuhr herum und spielte laute, schrille Musik. Und Kinder kamen und kauften sich Eis. Du verarschst mich doch gerade. Ehrlich. Mann, das war eine seltsame Zeit. Ob ihr der Begriff Geht doch. kaufen überhaupt noch was sagt, weil man kann sich doch heutzutage es ka kaufen gibt es ja so in der Form nicht mehr als Aktivität. Egal, gehen wir kurz hier runter. Da die Witze keinen Dings mehr triggern, würde ich sagen, hören wir uns die nicht nochmal an. Ah, hier! Da hole ich jetzt natürlich mit der Shotgun, obwohl. Könnte man fast. Na komm, nee, egal. Andererseits, warte. Ich wusste, es gibt noch einen Baum. Ich wusste, es gibt auf jeden Fall noch einen Baum, wo man irgendwas runterholen kann. Hier wird ja wohl irgendwo noch ein Brick rumliegen, oder? Solche Spiele sind echt immer richtig gönnerhaft und geben dir solche Sachen nur, wenn gerade auch Feinde in der Nähe sind. Das heißt, Fireflies waren hier. hier sind keine Feinde. Ja, sieht ganz so aus. Wie sollen wir sie finden? Ich kenne da wen. Meinen Bruder genau genommen. Er war ein Firefly. Soweit ich weiß, ist er in Wyoming. Wir gehen hin, finden ihn, finden die Fireflies. Bist du dabei? Ha? Klingt nach einem guten Plan, Mann. Komm, jetzt stehen wir eh schon hier. Jetzt können wir doch noch mal endlich Sitze hören vorhin noch. Man kann ihr das irgendwie nicht. Wenn man so in sich in das Spiel hineinlebt, dann kann man ihr das irgendwie nicht antun, wisst ihr? Die weiß ja nicht, dass wir das Hey Spiel Henry. neu gestartet haben. Ja? Was ist mit den anderen? Was meinst du? Na, wenn wir leben, kann es doch jemand anders auch geschafft haben. Ja, Sir. Das kann gut sein. Ich glaube, Henry ist da ungefähr so alt wie ich sogar. Also so um die 7, 20, 28, 29, so. Oder? Ich habe vergessen. Okay. Euer Depri-Gerede macht mich fertig. Witzebuchzeit. Was ist das?
Hab nur Geduld. Willst du einen Witz über ein Schwein hören? Schon gut, ist zu versaut. Verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Könnte ein Handelsritze erzählen, hätte es wohl einen trockenen Humor. Komm, verschwenden wir einfach die Muni, was soll's. Ja, gut. Ja, nicht so. Matthew White. Okay, sorry. Ich habe auch einen Witz. Lass hören. Was ist ein Cowboy ohne Pferd? Keine Ahnung, sag. Das ist ein Sattelschlepper. Das ist so blöd. Fällt mir. Ich wünsche mir immer noch, dass man das Spiel auf 30 FPS zurückstellen könnte. Ich fand das echt viel filmischer und so. Also genauso, wie man das Spiel eigentlich erleben will. Weil es ist ja ein gespielter Film. Von der Story her und so, finde ich. Auf jeden Fall. So, hallo, jemand zu Hause? Ha. Aha, aha. Da. Durchsuchen wir alles ganz fein und schnell. Ach, guck mal, ein Zettel. Den lesen wir zuletzt. Ich will erstmal gucken, ob hier alles. Ach nein, ein Tresor. Warum drücke ich da überhaupt drauf? Ich will den nicht knacken. Ich finde, knacken ist schön und gut. Das mit den Tresoren ist übrigens eine der größten Gameplay-Änderungen neben den Werkbänken. Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass sie das Kriechen reinbringen oder ein, zwei andere Sachen. Aber leider ist das bisher nicht, also ich hätte mich gefreut, wenn die andere Sachen noch reingebracht hätte, zum Beispiel, ich frag mich gerade nicht, ich hatte schon 1000 Ideen, während ich die Tage drüber nachgedacht habe, aber egal. Eine offene Tür, mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zu schließen und eine Horde dieser Monster ist in unser Lager eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen und außen eine Warnung angebracht. Susan und einige Kinder sind bei mir. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überlebenden. Ich musste Susan aufhalten, damit sie nicht wieder dort hineinrennt, um die Leichen zu holen. Es ist zu gefährlich. Sie hat ihre Kinder verloren und ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll. Am liebsten würde ich aufgeben. Es wäre so einfach, sich dieser Welt zu ergeben. Aber ich kann es nicht. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich habe gesehen, dass wir immer noch zu gutem fähig sind. Wir können es schaffen. Ich muss stark bleiben. Für sie. Ich. Das ist wohl dann das Ende von Ish. Beziehungsweise es ist ja nicht mal das Ende. Aber auf jeden Fall ist die Geschichte seines Shelters damit geendet. Schon traurig, wenn man überlegt. Andererseits, Ish hat noch gelebt. Das ist gut, weil man möchte ja Ish. Der ist ja derjenige. Oh. Ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Oh, ich lese das später. Pff, ja, mach doch. Wir haben doch Zeit, warum denn nicht jetzt? Setzt euch doch hin, alle Bar. Man muss die Ruhe eigentlich genießen, wenn man sie hat. Buch 2. Botenteilchen. Ich finde es auch gut, dass wir immer verschiedene Ausgaben finden und nicht immer dieselbe. Das ist echt. Hätte ich mir damals gewünscht bei meinen Mickey-Maus-Heften, die ich mal für gefühlte 2,5 Wochen gesammelt habe. Naja, der erste Test von Danielas Nullpunkt-Sprungantrieb war ein Erfolg, doch der Kontakt zum Testpiloten brach sofort ab. 48 Stunden später kehrte er verwandelt und mit einer Botschaft zurück. Wir sind die Reisenden. So begann die Botschaft. Ja, gut, ich habe auch eine Botschaft, aber ich glaube, die würde ich natürlich verschlüsseln, weil ich will nicht, dass sie mit meinen geheimen Daten da entschlüsselt. Das war kein besonders kluger Satz. Naja, egal. 8:21:36. Ja, das würde ich sagen, macht doch Sinn. In Bezug darauf, was wir vielleicht damit tun würden. 8:21:36, ne? 8:21:36. Bogen. Schachbrett. Grüße gehen raus an Jonas. 8:21:36. Wo ist der Tresor? Ich hab vergessen, wo der ist. Hier, ne?
Guck mal hier. Hier, halt mal. Was ist das? Was ist das? Ah. Was? Kurz gucken. Alle Saves? Okay, das heißt, okay, wir haben alle Saves. Das wusste ich schon nicht. Hey, Sam. Vorsichtig. Ja. Ich dachte schon, ich verpasse die Szene. Okay, ich zuerst. Oh. Verdammt. Du bist dran. Okay. Nur werfen? Ja. Wasch! Ein Naturtalent. Glück? Nein, was nicht? Reines Glück. Ha! Okay, hau jetzt ab, du Angeber. Und nochmal. Fuck! Furchtbar. Okay. Unentschieden. Nein, nein, nein. Ich hab dich fertig gemacht. Was meinst du mit fertig gemacht? Das ist doch unentschieden. Ja, okay. Warum fragt uns denn keiner? Wir sind ja Schiedsrichter. Es kommt der Tag, an dem Kinder wieder Kinder sind. Gehen wir. Ja, ja. Ah ja, wir haben noch ein anderes Haus. Ach, und ein Auto. Mal kurz gucken. Ah ja, das geht noch sehr gut. Nur ab und zu schauen, ob die Welt noch existiert, so wie wir sie kennen. Fehler in der Matrix oder so können ja immer mal passieren. Kann man das eigentlich auch kaputt machen? Ach, guck mal. Ich wünschte, die hätten so viel mehr Change hier reingebracht. Ach, das Fenster kann man nicht kaputt machen. Erneut ein schlagdurchlässiges Fenster. So. Na, komm her, Leute. Ich brauche Pillen. Gebt mir doch einfach Pillen. In den Vorratskammern ist auch nichts mehr. Nicht, dass ich nicht damit gerechnet hätte, dass in einer solchen Gegend, wo schon vorhin die Rede war von hier haben wir angefangen, auf Leute zu schießen, die plündern, dass da nichts mehr ist. Das hätte man sich ja denken können. Aber die Hoffnung, die reißt auch mit. Och, guck mal, was haben wir hier denn? Kawa. Du bist der Mann im Haus, solange ich nicht da bin. Kawa? Oder Kawa? Kawa? Kawa ist, glaube ich, die aus wie heißt denn das Spiel von Quantic Dream? Detroit. Kawa haben die genannt, obwohl alle Welt Kawa, glaube ich, sagen wollte. Na, ist auch egal. Du bist der Mann im Haus, solange ich nicht da bin. Pass auf deinen Bruder auf, er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh. Öffnet niemandem außer mir die Tür. Spart eure Kugeln. Wenn ihr fortgehen müsst, bewegt euch unauffällig und schnell. Setze deine Größe zu deinem Vorteil ein. Bis bald, Dad. Gut, hoffentlich sind die nicht nach Pittsburgh reingegangen. Das wäre gegebenenfalls ein Fehler gewesen. Ja, sehr gut. Das sind die Kugeln, die wir gerade vorhin verpasst haben. Ach, was haben wir hier denn? Bist du okay? Ja, die verdammte Decke kommt runter. Pass auf! Hilf mir da hoch. Pass auf. Diese Luke war im ersten Spiel ein bisschen leichter zu übersehen. Also das Dreieck. Und was gefunden? Und bitte. Ich frage mich, was passiert, wenn wir das nicht nehmen würden. Dankeschön. Kapitel 6b. Verbesserte Haltbarkeit. Oh, Ellie, ich muss gerade lesen, Entschuldigung. Haltbarkeit von Klingenwerkzeugen. Gebrauchstechniken. Die Lebensdauer eines Klingenwerkzeugs wird nicht nur durch dessen inhärente Haltbarkeit, sondern zum gleichen Teil auch von den Fähigkeiten des Benutzers bestimmt. Erstens, im Allgemeinen sollte das Werkzeug an der weichsten Stelle des Ziels angesetzt werden. Zum Beispiel sollte eine Spitzhacke auf den Boden nehmen, einen Fels gerichtet und zum Heraushebeln des Felsens verwendet werden, um nicht auf den Felsen selbst
Zweitens, schwingen Sie die Klinge in einer gleichmäßigen Ebene. Wenn Sie das Ziel schräg treffen, wird die Klinge geschwächt. Drittens, wenn die Klinge fest sitzt, üben Sie allmählich Druck in einem Winkel aus, der parallel zur Schnittebene verläuft. Seitlicher Druck kann die Gelenk schwächen oder die Klinge brechen lassen. Also völlig absolut logische, jenem Klingenbenutzer auf der Welt wahrscheinlich von vornherein bekannte Dinge, aber immerhin halten die jetzt länger. Und wir haben den ersten nicht funktionierenden Spiegel entdeckt. Ob das ein Bug ist oder Absicht, weiß man nicht so genau, ne? Wenn wir schon da sind, können wir ein bisschen was kaputt machen. Ich glaube, weiter nach oben können wir nicht. Ich hätte jetzt am liebsten rausgefunden, ob man über den Balkon nach unten springen kann. Dummerweise hätte das, glaube ich, wehgetan. Und da wir uns nicht gerne selbst wehtun, lassen wir das mal bleiben. Aber ich gehe jetzt nochmal raus, weil hier war ja noch eine Garage mit extrem vielen Dingen, die man hier tun kann. Dann an die Arbeit. So, was nehmen wir denn jetzt? Müssen wir mal gucken. 335 Teile, da können wir einiges machen. Shorty würde ich jetzt erstmal, obwohl die ist uns benachteiligt. Also die Shorty einmal ein kleines bisschen Streuung. Ich glaube, Streuung ist bei sowas immer am besten, weil Shotgun müsste eigentlich doch jetzt absägen, oder? Oder kurz mit einer Zange dran fassen. Ah, Magazinkapazität, kann man sich auch mal gönnen. Mal gucken, wie die dann aussieht. Ich finde es gut, wenn die sich verändern optisch, die Waffen. Ah ja. Ja. So, die hat zwei Sachen bekommen, das ist gut so. Gucken wir mal, was können wir hier? Beim Gewehr. Kann ich den Zoom vielleicht? Zielfernrohr, okay, dafür brauche ich eine höhere Waffenstufe. Aber panzerbrechend. Wenn du die schon aus einer Ferne verwendest, dann wahrscheinlich auch für sowas wie Bloater. Und Bloater zählen, glaube ich, als Panzer, als gepanzerte Gegner. Boah, ich habe zu wenig Koffein heute zu mir genommen. Auf keinen Fall zu wenig geschlafen, das kann nicht sein. Kennt ihr das, wenn ihr so, wenn, das ist so, dieses grelle Licht, das macht gerade so ein bisschen. Das macht dieses Gefühl von, ich will hier ganz schnell weg. Ach, köstlich. Gesund. So. Nächste Waffe. Von allem so ein bisschen. Wisst ihr, wir wollen ja keine wirklich benachteiligen. Ist wie bei Geschwistern, eben das jüngste Kind kriegt alles. Deswegen haben wir jetzt der Shorty extra nicht alles gegeben. Reichweite. Guck mal bei der Shotgun. Das könnte man doch auch mal machen. Keine Ahnung, wie weit die Reichweite sonst ist. Aber offenbar hat Joel das passende Teil dabei. Hier bei sowas macht sich das auch immer bezahlt, wenn Spiele, also bei Videospielen macht sich das einfach bezahlt, dass man, sobald man den Charakter, die Figur hat im Spiel, dass man die Bewegung im Nachhinein verändern kann. Die brauchen ja kein Motion Capturing für die Figur, die so macht, zum Dranschrauben von Dingen. Deswegen ist das bei Remaster von Filmen manchmal ein bisschen schwieriger, neue Sachen reinzubringen, als bei Videospielen. Macht irgendwie Sinn, oder? Naja. So, mehr Magazinkapazität auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir mehr Munition mitnehmen können. Ich glaube nicht. Habe ich gar nicht ausprobiert. Ich wüsste es nicht. Und das war's. Das war's? Okay, wir haben die einmal geputzt. Putzen bringt also was. Seht ihr, Leute, macht eure Wohnung sauber, dann passt mehr rein. Nachladetempo von den Bogen kommt, da gibt es eh nur eine Stufe. Also was soll's. Das ist ein automatischer Nachladeautomat, den wir anbringen. Den haben wir unterwegs gefunden. Der lag da irgendwo in einem Kinderzimmer rum. Kennt man ja. Okay, das können wir sonst eh nicht weiter verbessern. Dann gucken wir nochmal hier den Revolver. Ich mag den Revolver. Den Revolver besser als die Pistole. Obwohl ich den weniger oft benutze. Komm, den verbessern wir mal komplett. Indem wir ihn putzen. Mal gucken, ob er nochmal geputzt wird. Ah. Ja, das habe ich mir schon denken können, wofür die Trophäe ist, aber man muss ja trotzdem mal kurz schauen. Offenbar gibt es ja neue Trophäen. Ich habe mir nicht alle angeguckt, sondern nur, die wurde mir angezeigt. Im PlayStation-Menü werden die ja Trophäen angezeigt. Okay, er macht sogar den Griff
etwas rau. Okay. Die Bewegung hat nicht gepasst. Naja, auf jeden Fall. Ja, nee, vergessen. Was habe ich gerade gesagt? Seht ihr, mein Gehirn ist nicht auf der vollen Höhe, glaube ich. So, okay, mit 20 Sachen können wir... ach, guck mal, bei der Shorty können wir noch was machen. Ja, dann komm. Dann kriegt das jüngste Kind doch alles. Rückstoß, Nachladetempo, Rückstoß. Dann haben wir wenigstens 0 Punkte. Dann können wir hier mit 0 rausgehen. Dann fühlt sich das irgendwie am besten an, dass wir alles genutzt haben. Und können die hoffentlich auch bald einsetzen. Zack. Sehr schön. Schade, dass die Synchronsprecher nicht nochmal reingeholt haben, um andere Sätze zu sagen, wenn die Waffen fertig sind. Ich schätze mal, das wäre ein bisschen zu viel Aufwand gewesen. Ich bin echt froh, dass ich diese eine Firefly-Marke noch in dem Baum entdeckt habe, weil ich muss ja sagen, ich war nicht zu 100% sicher, aber ich war mir sicher genug, um ab und zu mal in Bäumen nachzuschauen, dass, ob da irgendwas ist. Ich glaube jetzt aber, dass in weiteren Bäumen nichts mehr ist. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Na, Barbecues. Meine Eltern gaben gern große Grillfeste. Wenigstens spart ihr euch erst das Geld. Deckung! Scheiß Scharfschütze! Wo ist das hier? Irgendwo da hinten. Also gut. Bleibt alle hier. Nein! Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich abnehmen. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. Ich weiß, ich habe nicht so viel Progress gehabt heute. Im Grunde haben wir nur die Häuser durchsucht. Ich weiß aber, dass es auf jeden Fall eine bessere Idee ist, hier Pause zu drücken, als nicht. Und damit bitte ich um eure Kommentare, falls ihr das auch wisst. Und eure Bewertung. Und dann habe ich keine weiteren Anfragen zu eurer Interaktion zu stellen. Deswegen kann ich jetzt nur noch sagen, bis morgen. Morgen müsste Donnerstag sein, wenn meine exquisit getätigten Berechnungen stimmen. Naja, extrem gute Notizen, ich weiß. Das könnte man auch digital machen, aber manchmal sollte man nicht verlernen, mit einem Stift zu schreiben, glaube ich. Vor allem, wenn man in einer Welt wie dieser da enden wird, was ja offenbar 2033 der Fall sein wird. Deswegen übt schon mal Schreiben. Bis morgen.